So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog. Ich bin gerade unterwegs Richtung Ulm. Ja, wir gehen an den Spot. Ja, Dornstadt halt. Ist ja gleich bei Ulm. Und dabei der liebe Takeoff. Schon lange nichts mehr mit ihm gemacht, aber ja. Man kommt nicht immer dazu. Also der Mais hier sieht richtig abgefuckt aus. Ich glaube, hier hat es gehagelt oder so. Das sind nur so Stängel. Da kommt er. Das ist immer geil. So zwei Zweitakter ist immer nice. Das gefällt mir. Dabei ist noch ein Kumpel mit dem Auto. Netter BMW. Heute werden ein paar Wheelies geübt. Biegt doch schneller ab, Alter. Und auch mal gucken, ob wir Fortschritte machen. Und ob der liebe Takeoff auch mal Fortschritte macht. Da gerade seine Reifen aufwärmt. Ich habe mal so ein Video gemacht. Da hat so ein Typ mit einer YZF vor mir so richtig den hier gemacht. Aber so richtig extrem. Und es sah so bescheuert aus und es war eigentlich so unnötig. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn Vollidiot und so, hoffentlich haut es denn hin. Wer von euch kennt dieses Video noch? Ich habe es runtergestellt, weil ja, es kam ein bisschen. Ich habe ihn angegriffen, so unnötig. Und deswegen habe ich es einfach runtergenommen. Ich habe ihn beleidigt, war unnötig, aber das sah halt aus wie so ein Behinderter, Alter. Wie würde der gleich runterfliegen oder so? Dachte ich mir, warum macht er das? Aber egal, der Meister ist ja noch abgefuckter, Alter. Der geht da gar nicht. Aber ja, vielleicht kennt es noch. Ich glaube, das hat sogar über 10.000 Klicks. Hoffentlich fixt den hin, Alter. Was eine Missgeburt. What the fuck? Ist der eigentlich behindert, Alter? Das Wetter ist heute, naja, geht. Es geht besser, aber es ist eigentlich angenehm. Bisschen kühl ist es. Aber das ist eigentlich ziemlich gut, wenn man da so im Spot chillt. Ja, Sonne und ein bisschen bewölkt wäre mir lieber, aber passt schon. Oh, die Kati läuft wieder. Das war die Zündkerze. Die war echt, also die sah nicht mehr lecker aus. Ich habe mir jetzt eine andere Düse bestellt. Also ich habe mal nachgeguckt im Handbuch, was für eine Düse ich brauche. Ich brauche eine 170er. Ich bin mal gespannt, was für eine ich drin habe. Wenn ich die 170er drin habe, dann ja, wäre scheiße. Aber muss mal gucken, die der Fahrbesitzer abgestimmt hat, weil, ja, wie man sieht, kommt halt echt nur oben rum. Unten rum geht gar nichts. Das finde ich ein bisschen scheiße, weil bei Wheelies machen muss man dann immer so mit Kupplung und immer so hochdrehen, dass die Karre hochkommt. Gut, die kommt easy hoch, aber trotzdem. Wäre schon geiler, wenn die abgestimmt wäre. Neue Zündkerze muss ich mir auch bestellen, weil ich glaube, ja, ein paar Zündunterbrechungen hat sie noch. Also bei hohen Drehzahlen unterbricht das einfach. Stottert so gesagt. Und deswegen muss ich da eine neue kaufen wahrscheinlich. Ein bisschen abgeschliffen habe ich sie, ein bisschen geputzt. Jetzt geht es auf jeden Fall. Jetzt dreht sie wieder normal hoch. Jetzt kann ich wieder normal ballern, weil das war immer so ein bisschen. Ja, ihr habt es ja im letzten Video gesehen, glaube ich, wenn das letzte war, dass ich sowas wie einen Drehzahlbegrenzer hatte oben rum. Gas gegeben und dann hat es irgendwie richtig gestottert. Das war echt eklig. Ja, das ist ein Rucksack, das ist voll schwul. Mit dem Rucksack Wheelies machen geht gar nicht, Alter. Oh, scheiße. Ich zieh so hoch und denke, hä, warum, hä, was ist los?
Da ist halt das Gleichgewicht dann ein bisschen im Arsch. Weil den haut er nach hinten und bei mir ist immer viel Zeug drin, viel Werkzeug. Und deswegen hat er ein gutes Gewicht drauf. Au, naja. Ich kann es eh nicht. Ich muss mal wieder neue Sticker machen. Boah. Und was essen sollte ich. Neue Sticker und Autogrammkarten werde ich bald wahrscheinlich machen, wenn ich mal wieder Geld habe. Also wird noch dauern. Weil dann kann ich die auch immer so geil verteilen. Oh, heute werden wahrscheinlich nicht so viele am Start sein im Spot, aber ja, da kann man immer mal hin. Fährt man halt eine kleine Tour, 50 Kilometer, also bis nach Ulm, oder sagen wir mal bis nach Darmstadt sind es bei mir 50. Ich wohne ja im Landkreis Biberach, das ist nochmal ein Stückchen woanders. Ich glaube, ich mache ein neues Wheelie-Video, also wie ich meine Wheelies trainiere und so. Wahrscheinlich werde ich dann auch wieder mal sehen, die SX fahren oder mal was anderes, bis das halt da steht. Na, heute habe ich Zeit eigentlich. Jo. Wir verarschen jetzt den Takeoff mal. Obwohl, nee, da ist zu weit weg, das lohnt sich nicht mehr. Ja, hier ist 80, da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier weiß man nie, ob jemand lässt oder so. Das wäre eigentlich echt ein guter Platz hier. Weil viele fahren hier nicht 80. Aber ihr wisst ja, wir fahren immer verkehrskonform. Also das, was auf dem Schild steht, das wird auch gemacht. Boah, Digga, der fährt aber keine 80. Darf man hier überholen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da darf er nur Traktoren überholen. Ich weiß nicht, ob da vorne das Schild war. Aber ist ja egal, der fährt jetzt ja 80. Unnötige Ampel, Alter. Ich glaube, das ist sogar die unnötigste Ampel in Ulm. Also bitte. Was ist das? Warum ist hier eine Ampel, Digga? Hä? Naja, wir sind jetzt in Ulm. Ich mache noch einen. Ja, einen anderen Vlog wahrscheinlich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut rein, bis dann und ihr könnt ja mal wieder ein paar Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Ich verpeile immer ziemlich viel und deswegen verpasse ich immer das mal oder vergesse ich das meiste. Also, ciao, gell? Als extra langsam, Alter. Okay, Spaß. Also, haut da rein!